So, okay. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Es sind ja zahlreich heute erschienen, was uns sehr freut, weil das Meetup war relativ knapp eingetaktet. Aber trotzdem freuen wir uns, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Mein Name ist Andreas Grohmann und ich bin heute für die Softwerkskammer Jena hier. Und wer hat denn noch nicht von der Softwerkskammer gehört? Weil die Präsi hat man relativ oft. Und wir wollen euch ja nicht langweilen. 2, 3, 4 Leute haben noch nichts gehört? Okay, dann müssen wir durch. Für alle, die das schon mal gehört haben, tut es mir leid. Ich mache es im Schnelldurchlauf und der wichtigste Punkt ist hier eigentlich, welche Meetups noch so jetzt dieses Jahr und vor allen Dingen nächstes Jahr geplant sind. Also was euch noch so erwartet und wo ihr unbedingt auch hingehen solltet. Okay, über uns. Wir haben uns, halt, okay, ich muss es, glaube ich, mit Leertaste machen, ansonsten geht es nicht. Wir haben uns 2016 im April, haben wir uns gegründet ungefähr, da war unser erstes Meetup. Stein des Anstoßes war der Benjamin. Er ist einfach in mein Büro reingekommen und hat gesagt, hier, hast du Bock, lass uns mal hier was starten, Meetup-mäßig. Und habe ich gesagt, klar, mache ich mit. Und damals waren wir 3 Gründer, was nicht schlecht wäre, wenn wir irgendwann nochmal wieder einen dritten hätten. Das ist ein Kollege, der ist nach Hamburg gegangen, da sind wir ziemlich traurig und das wäre schön. Also wenn ihr Bock habt, einfach mal bei sowas mitzumachen und ein paar Sachen zu planen, Workshops zu organisieren, die aufzunehmen etc., seid da herzlich willkommen. Ja. Was würde euch erwarten? Das könnt ihr mir hier auf unserer Seite nachlesen. Ja, ihr könntet Workshops planen, Kontakt zu Speakern, Hochschulen etc., Firmen. Ja, das ist halt alles recht cool. Was ist die Softwerkskammer? Das ist ein relativ loser Verbund. Ich vergleiche es immer gern mit so einer Rockergang, ja, sage ich mal. Und das hier sind die verschiedenen Chapter. Nur, dass wir halt nicht mit Drogen und Waffen dealen, sondern wir entwickeln Software, sage ich mal. Ne? Damals war es so, dass es hier in Jena auch, wie zum Beispiel bei der Java User Group, auch nichts gab. Da war auch wieder ein weißer Fleck und das hat sich halt angeboten, dass wir da einfach mal mit irgendwas an den Start gehen. Also wir sind halt so eine User Group, die nicht so straff organisiert ist wie zum Beispiel die Java User Group, wo ich auch ein bisschen involviert bin, aber bei uns geht es relativ locker zu. Also auch die ganze Themenfindung und so, das ist halt alles nicht so nach einem bestimmten Muster. Die Vereine sind halt nicht untereinander so stark organisiert, wie das zum Beispiel beim IUG ist. Das Ganze gibt es langsam auch international. Das nennt sich dann softwarecrafters.org. Kann man hier auch nachgucken, kann man mal auf die Internetseite gehen und kann sich das einfach mal angucken. Okay, unsere Channels. Werdet ihr sicherlich alle kennen. Unser wichtigster Channel ist Meetup. Das ist einfach meetup.com/jenadevs. Unser Twitter-Kanal, auch ganz wichtig, werden wir nachher auch ziemlich viel twittern. Also wenn ihr irgendwas twittert, einfach jenadevs bei Twitter suchen, da ein Bild hochladen. Und hier findet ihr auch zum Beispiel dann, werde ich nachher auch nochmal posten, unseren Livestream, da komme ich jetzt auch nochmal drauf zu sprechen. Wir haben nämlich einen YouTube-Channel, wir werden auch langsam immer professioneller. Momentan streamen wir das hier auch live, das heißt, ihr könnt uns jetzt live in YouTube beobachten. Ich hoffe, viele gucken zu. Es müsste eigentlich, verdammt, aber wir sind on air, noch keine Zuschauer. Müssen wir gucken, ob das klappt. Ist halt eine schwierige Sache, manchmal spinnt die Technik einfach. Ja, wahrscheinlich. Okay, aber hier könnt ihr drauf gucken, wir zeichnen die ganzen Talks eigentlich meistens auf, sind ziemlich spannende Sachen mit dabei. Wenn ihr schon auf YouTube seid, guckt einfach mal auch auf den jukth.de-tv-Channel. Da ist das gleiche in grün, da bin ich auch so ein bisschen involviert und da lade ich auch alle Videos hoch zu den ganzen Vorträgen, wo ich so hingehe. Einfach drauf gucken. Ziemlich spannende Geschichte. Das letzte Meetup war zum Beispiel das IoT-Meetup in Erfurt. Ziemlich spannend, was die da veranstalten. Okay, kommenden Events. Das ist eigentlich so das Spannendste. Was haben wir noch so dieses Jahr und auch vor allen Dingen nächstes Jahr noch geplant? Da ist einiges in der Pipeline. Hier sind nochmal so ein bisschen unsere ganzen Technologien und Praktiken, mit denen wir uns so beschäftigen. Da ist von Docker bis TDD alles mit dabei. Kann man sich auf der Internetseite auch nochmal durchlesen. Das ist jetzt, glaube ich, bisschen zu viel. Das sind alles unsere Hosts, die wir so in Jena durchgegangen sind schon. Es sind ziemlich viele Firmen dabei. Was mich sehr freut, heute sind wir bei meiner Firma. Ja. Also mein Arbeitgeber supportet uns auch fleißig. Und also da sind alle Größen eigentlich vertreten. Was wir auch machen, wir gehen teilweise auch in die Hochschulen und an die Universitäten. Und
haben da auch schon diverse Meetups veranstaltet. Okay. Welche Vorteile hat man so als Event-Host? Man macht halt seine Firma ein bisschen bekannt, kann auch diesen Gastbeiträgen lauschen, kriegt ein bisschen Kontakt zu den Studenten, zu den Zuhörenden, kriegt ein bisschen ein Bein in die Community. Das sollte man auf jeden Fall wahrnehmen. Ja, also wenn ihr jetzt in eurer Firma euch mal denkt, das könnten wir uns auch vorstellen, das mal zu machen, dann sprecht uns einfach an. Wir haben auch noch ein paar Meetups, die jetzt noch keinen Host haben. Also da kann man dann noch zuschlagen. Was würde es als nächstes geben? Das ist jetzt von der JUK-TH, das wäre am 13.11., also dann wahrscheinlich nächste Woche. Das wäre in Erfurt, so wie ich sie sehe, genau, Business Loft in Erfurt. Da geht es zum Thema Blockchain, auch ziemlich populär. Es sind auch schon viele angemeldet, also wenn ihr da noch Zeit habt, einfach drauf auf Meetup und meldet euch an. Was kommt noch? Das ist jetzt in Jena, das ist vom DevOps Meetup Jena, nicht Jena, DevOps Meetup Thüringen. Und das ist sogar bei der DIVAE am 20.11. Und das DevOps Thüringen Meetup ist relativ frisch, das ist glaube ich sogar das erste Meetup von denen. Und ja, die veranstalten das hier in Jena, dann glaube ich auch hier im Gebäude, ne? Genau. Ja, worum geht's? Kubernetes, irgendwas, Traffic, Ingress, Controller, keine Ahnung, habe ich noch nicht so genau durchgelesen, wird aber bestimmt spannend. Okay, ja, ich habe mal hier einen Link oben reingepackt, das ist ein Shortlink, der eigentliche Link war ziemlich lang. Das hier ist ein Event für Kinder. Wenn jetzt jemand von euch Kinder hat, könnt ihr die da hinschicken. Was aber auch cool wäre, wenn ihr selber mal auch Workshops leiten wollt, dann würden die Leute für das Event auch noch Teilnehmer suchen, die für die Kinder auch noch Workshops mitleiten. Ist ziemlich spannend. Ich habe hier auch ein kurzes 2-Minuten-Video, das könnte man mal ganz kurz zeigen. Wie das so aussieht, was man sich da so drunter vorstellen kann. Also das ist jetzt noch DevOps for Kids, hieß das damals noch. Der Name ist jetzt ein bisschen geswitcht. Ja, und hier werden halt ziemlich viele Sachen gemacht, von irgendwelchen Osobots bis Lasercutter über Scratch, Lego Mindstorm. Es ist ein ziemlich cooles Event für die Kinder und ja, also wenn ihr bei sowas Lust habt, einfach dem Link folgen. Ich würde das dann vielleicht auch nochmal ins Meetup posten oder so. Und es ist eine ziemlich coole Sache. Das waren Calliopes. Da lernen die halt so mit Schaltung. Hier hat man so einen kleinen Droiden, den man mit einer App steuern kann. Das ist ähnlich wie Scratch, wo man so ein bisschen Grafikprogrammierung hat und dann Blöcke zusammenschiebt und dann irgendwas passiert. Da hat man dann eine Fernsteuerung gebaut für den Roboter. Genau, hier haben die Kinder dann das vorgestellt, was sie so erreicht haben und ja. Kinder kriegen auch Urkunden und wenn ihr als Mentor teilnehmt, würdet ihr auch Urkunden kriegen. Ja, so viel dazu. Okay, wie gesagt, der Name hat jetzt geswitcht, die heißt jetzt Kids Digital, nicht mehr DevOps for Kids. Und ja, wer da Lust hat, am 1.12., hier oben ist ein Link drin, den würde ich nochmal ins Meetup reinstellen und ja, könnt ihr daran teilnehmen. So, weiter geht's. Am 16.01., das wäre jetzt nächstes Jahr, haben wir ein Joint Meetup mit DevOps Thüringen. Da geht es um Integration Testing Done Right. Da haben wir auch noch keinen Host. Dann, was als nächstes kommt, ist am 22. Januar, das wäre das zweite IoT-Meetup in Thüringen. Und das ist in, ich sehe es gerade nicht, glaube ich in Jena, ja doch, Navimatics in Jena, genau. Auch hier
So. Als nächstes dann 7.2. Microservices und Driven Domain. Domain Driven Design. Haben wir auch noch keinen Host, ist aber schon quasi in Sack und Tüten. Und dann am 25.3. ist auch schon geplant, Property-Based Testing, auch noch kein Host. So. Und ich glaube, das war's. Und jetzt würde ich an meinen Kollegen abgeben. Der würde euch jetzt mal unseren heutigen Host vorstellen. Das ist die Juston GmbH, auch mein Arbeitgeber. Und ja, Stan.